Guten Tag an alle Brickforce-Fans. Heute bin ich wieder bei VIP-Lager. Es hat sich einiges getan. Ich sehe ganz anders aus, als ihr denkt. Ja. Seht ihr, ich bin der Einzige hier drin, der wenigstens bisschen was kann. Ja, ich habe die erste Aufnahme hier vermasselt, denn mir ist passiert, ich habe aus Versehen zwischendrin auf Pause gedrückt. Und ja, das war nicht so toll. Und dann habe ich einfach nochmal ein neues Let's Play gemacht. Heute wieder mit Headset. Ja, ihr seht, ich ziehe ihm schon einiges. So, dann füge ich mal Oma hinzu und Spelunga auch. Dann zeige ich euch mal mein Inventar. Ja, hier, das bin ich, ne? Übrigens. Ich habe bei diesem Event da diese Samurai-Flagge bekommen. Was für ein Event ist... ihr habt eine E-Mail bekommen, habt einen Code bekommen und habt es eingelöst und dann habt ihr das halt bekommen. Ja, dann habe ich die Infernum-Helm und mein Box-Helm noch. Infernum-Hose, Infernum-Jacke wollte ich mir nicht kaufen, da ich ja die Tigerjacke habe und ich seltene Gegenstände sammle. Dann habe ich hier Skelettchen, also da schon mal. Merkur wird es eh bald nicht mehr geben. Und ja, deswegen, ja, hier permanent, ihr seht, ich habe mir Premium gekauft, ja, genau, und Autoheal geht nicht, das wisst ihr aber bestimmt schon. Mosquito 1 will ich mir holen, da ich die eigentlich gut finde, ja. Und dann starten wir. OP Night, Map der Woche. Aber gehen wir darüber, da die Guten ja auch Unterstützung benötigen. Ja, ich wollte einfach nur spielen. Wenn wir hier mal schnell laden. Ja, übrigens, unser Internet ja, geht ja wieder. Ich habe ja diese zwei Minecraft Survival Projekte hochgeladen. Und dann startet es auch. Und die fand ich eigentlich ganz gut. Da habe ich schon einiges. Oh, Islam. Oh Gott. Wie kann man sich so nennen? Perma. Hahaha. Ach ja, ich habe noch die Infernum-Fackel, die habt ihr vielleicht gesehen, ich weiß es nicht. So, dann räumen wir hier direkt ab. Ein bisschen auf Abstand. Ich finde es jetzt schade, dass der Nachladebug weg ist. Aber eigentlich ist es auch gut für das Spiel, das tut Brickforce gut. Ah! Na, ah, da zieht er mich von hinten. Das muss doch nicht sein. Ja, es hängt gerade etwas, weil ich gerade Gangster Rio runterlade, wo ich dann auch ein App Review machen werde da. Ah! Ja, ihr könnt. Fuck. So Leute, jetzt lernt ihr meine Hornet lieben kennen. Ob ihr sie lieben werdet, ist wahrscheinlich nicht sicher, aber ihr lernt sie jetzt kennen. Ich könnte euch auf eine ordentliche Abreibung gefasst machen hier. Das ist ja eigentlich schon ein bisschen von Wars, von D-Day abgeschaut.
Wow, der hat alle, der hat die geabt. Oha. Alter, der hat die doch. Friss meine Granaten. Ja, genau. Der hat die Perma, schätze ich. Ja. Hallo? Waffe wechseln? Nichts drin? Zeige ich dir mal, was die Moongun drauf hat. Obwohl ich die eigentlich schon gut finde, weil man denkt immer, die hat so viel. Man denkt immer, die hat so viel Rückstoß, aber wenn die geappt ist, dann hat die gar nicht viel Rückstoß, dann ist sie fast rückstoßfrei. Weil, ja, die ist einfach super, die Waffe. Geh da weg! Jetzt hat er mich doch. Wo werde ich gespawnt? Wo werde ich gespawnt? Ja, ich kenne die Map nicht. Ja, ich bin hilflos verloren. Ja, ich weiß, dass es da hoch geht. So, wir müssen den Stützpunkt einnehmen. Werfgranaten. Ja, Sir. Ah, ich hätte ihn. Gregorian Onk. Oh! Was soll ich da machen? Ganz ehrlich, was soll ich da machen? Nehme ich halt die Orion. Lässt du mich durch? Hallo? Manchmal muss man sie einfach nur schlagen. Also ich würde mal sagen, die Orion ist fast genauso gut wie die Moongun selten. Ja, ich kann hier locker mithalten. Ich schwäche sie und ihr klaut sie mir. Ja, genau. Aha, jetzt kommt die Orion. Super. Ja. Es laggt.
Aber wir haben eigentlich alle einen guten Ping. So, der dürfte tot sein. Glitschen, glitschen. Glitschen, glitschen. Eigentlich ist die Zeit schon längst vorbei. Das ist bitter, wenn man dann im letzten Moment noch aus dem Raum fliegt. Ja, Leute, das war Brickforce von mir. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was normalerweise hier hinkommt, wenn ihr mich gesehen habt. Oh, Pick and Win. Jetzt wäre ich fast rausgegangen, ohne Pick and Win zu machen. Pick and Win, hallo. Brickforce. Okay. Ja. Warte ich gerade noch, bis mein Brickforce lädt. Und mein Mikro noch richtig machen. So. Ja. Und dann hören wir auch auf. Was haltet ihr davon? Vielleicht gewinne ich hier was Seltenes. Wer weiß, wer weiß. Nichts Seltenes. Zielshose, aber in der Nähe wäre was Seltenes. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.